Sylvie vom Wikingerhort, herzlich willkommen in meinem Wikingerhort-Studio. Ein herrlicher Morgen mit viel Sonne und natürlich viel Tatendrang. Ich werde heute mal einen kleinen Videoclip drehen, wie ich die Wolle wickel, denn meine Kunden sind mir ja ans Herz gewachsen und dann biete ich einen kostenlosen Wickeldienst an. Das heißt, die bei mir das Garn kaufen und bestellen, in bestimmten Farben einfärben lassen, bekommen die trockenen Garne von mir als Knäuel gewickelt. Letzte Tage hatte ich noch so meine Problemchen hier, da wollte ich mal kurz zeigen, wie ich die handgesponnenen Garne von meinem Spinnrad abwickel auf diese herrliche Spule, auf diesen Wollwickler. Und heute wickle ich einen Strang, den ich mit Krapp gefärbt habe, als Knäuel auf diesen übergroßen Wollwickler, weil ich ja auch vom Finkhof die 300 Meter Garne färbe und auch wickel. Auf diesen großen Wickler passen die 300 Meter und auch große, also 100 Gramm Knäuel, 100 Meter Knäuel, doch gerne diese dicken, die halt beim Nadelbinden bevorzugt werden. Auch natürlich hier, ich bin ja live, ne, muss ja nicht klappen, dass sich das natürlich jetzt hier verhakt. Das kann immer mal passieren, Ruhe bewahren, kein Problem. Dann fummelt man sich da ein bisschen durch, ist ja auch eine schöne Herausforderung. Da hat sich wahrscheinlich dann beim Aufsetzen des Strangs eine Schlaufe falsch rum draufgelegt und das ist aber auch kein Problem, da arbeite ich mich durch. Ja, so geht das dann. Eben nicht. Jetzt hat es sich um die End. So. So. Ja, das ist eine schöne Angelegenheit und in den seltensten Fällen läuft das wirklich reibungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich vorsichtig bin beim Färben und die Stränge auch noch mal zusätzlich abbinde, die habe ich nämlich schon abgeschnitten, passiert das immer mal wieder, dass sich der Strang auch ein wenig mit sich selber in Schlaufen legt und nicht ganz so reibungslos wickeln lässt. Die Zeit investiere ich aber gerne, so kann dann der Kunde direkt aus dem fertig gewickelten Knäuel stricken, Nadel binden, weben, häkeln, was auch immer. Na guck mal, geht doch. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Genau. Ja, meine Fernbedienung muss ich auch noch mal neu justieren mit meinem Bluetooth an dem Smartphone. Deswegen werde ich euch jetzt noch mal so ausschalten. Bis später von der Front.